Herzlich willkommen bei TV Bayern Live. Schön, dass Sie reinschauen bei uns. Keine Sendung ohne diesen Lipgloss natürlich. TV Bayern Live, das Wochenendmagazin mit allen wichtigen Themen aus dem Freistaat. Und das gibt es heute unter anderem bei uns in der Sendung. Auf dem Trockenen. Warum muss die berühmte und beliebte Bamberger Sandkerwa abgesagt werden? Vereine sollen feiern. Staatskanzlei verringert behördliche Auflagen für Veranstaltungen. Und heute ein großer Themenschwerpunkt bei uns, weibliches Wirtschaften. Wir beleuchten die Rolle der Frau in Business und Familie. Dabei geht es auch um die finanzielle Unabhängigkeit, zum Beispiel vom Mann. Ja, zu den Bamberger Besonderheiten gehört ja zweifellos die Sandkerwa. Gemeinsam mit dem Schlenkerler machen sie Bamberg international bekannt. Aber die berühmte Kirchweih, eben die Sandkerwa, soll heuer ausfallen. Das Fest versickert sozusagen im Sand. Am Mittwochabend knallte es laut in der Stadt. Nur eine Mail genügte. Der Veranstalter der Sandkerwa, ein Bamberger Bürgerverein, sagte das Fest der Feste der Welterbestadt ab. Zu hohe finanzielle Risiken, zu hohe und vor allem zu teure Sicherheitsauflagen. Eine böse Überraschung für die Bürger und auch die Stadt. Diese Nachricht kam in der Tat für uns völlig überraschend. Weniger überraschend war die Absage natürlich für die Veranstalter, die in den letzten 15 Jahren verdrei- bis vervierfachte Kosten für Sicherheit, medizinische Versorgung sowie generelle Auflagen und Gebühren verkraften mussten. Im letzten Jahr machten sie Verluste, die sie auch in diesem Jahr fürchteten, bis zu 20.000 Euro. Für die ehrenamtlichen Organisatoren nicht schulterbar. Sie hätten jahrelang auf dieses Dilemma hingewiesen. Auch im Vorfeld hat es ein Gespräch mit Herrn Oberbürgermeister gegeben. Unsere Probleme wurden wieder dargelegt und wieder wurden wir nicht ernst genommen. Angst haben sie auch vor der Haftungsfrage. Durch immer mehr Auflagen erhöht sich auch die Haftung. Die Veranstalterin ist verpflichtet, die Stadt Bamberg schadlos zu halten und von jeder Verbindlichkeit zu befreien. Der Frust sitzt tief. Scheinbar gibt es große Gräben zwischen Veranstaltern und der Stadt. Dennoch gibt es vielleicht bald Gespräche mit Rettungsansätzen für die Sandkerwa. Wir werden sicherlich nicht tatenlos zusehen, wenn der Veranstalter die Sandkerwa abgesagt hat. Wir werden als Stadt Bamberg alles in unseren Kräften Stehende tun, um doch noch die Sandkerwa 2017 möglich zu machen. Da sind viele Fantasien denkbar, aber wir werden zunächst einmal mit dem Veranstalter sprechen und suchen dann nach guten Lösungen. Das müssen wir dann prüfen, im Verein besprechen. Im Augenblick gibt es wenig Hoffnung, sind die Fronten doch verhärtet. Und es scheint, die Festtradition gehe zu Ende. Es wäre ein enormer Verlust für alle. Rund 4,5 Monate vor der Bundestagswahl hat die CSU jetzt offiziell ihre Landesliste gewählt. Die Spitzenkandidatur übernimmt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er wurde mit 98,4% der Stimmen gewählt. Die Partei will ihn im Falle einer erfolgreichen Wahl für die Union am 24. September gern als Bundesinnenminister in Berlin platzieren. Weitere wichtige Meldungen aus Bayern jetzt in unserem Nachrichtenblock. Die Schule ist vorbei, der Einstieg ins Berufsleben steht bevor. Doch wohin kann man sich überhaupt wenden, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll? Lösungen und Ansätze für Schüler hat die Beauftragte für Belange von Menschen mit Behinderung, Irmgard Badura, gemeinsam mit Vertretern der Agentur für Arbeit sowie lokalen Firmen an der Fachoberschule in Weiden diskutiert. Mit der Vortragsreihe Miteinander vor Ort in Kooperation mit Schule Wirtschaft möchte Irmgard Badura die Aufmerksamkeit von Schulabgängern sowie Arbeitnehmern gleichermaßen auf integrative Möglichkeiten lenken. Nürnberg wird als Uni-Standort massiv aufgewertet. Das wurde jetzt in einer Kabinettssitzung im Heimatministerium beschlossen. So soll nicht mehr, wie ursprünglich geplant, eine Fakultät von Erlangen in die Nores ziehen, sondern eine komplett eigenständige Universität für Zukunftstechnologie entstehen. Bis zur Sommerpause wird jetzt konkret an der Umsetzung gearbeitet. Allerdings signalisierte Horst Seehofer bereits, dass man alles für einen Erfolg machen werde. Auch finanziell. Was notwendig ist, wird investiert, so Horst Seehofer nach der Sitzung. An der Hochschule Landshut wird zum kommenden Wintersemester ein sogenanntes Innovationslabor eröffnet, an dem Studierende der Fakultät für Informatik künftig IT-Lösungen für Unternehmen entwickeln werden. Das Projekt wird vom Wissenschaftsministerium für die ersten 2 Jahre mit rund 220.000 Euro gefördert und soll als Schnittstelle zwischen Unternehmen und Studierenden dienen.
In dem Labor werden sich die Informatikstudenten in erster Linie mit dem sogenannten Internet der Dinge beschäftigen und smarte Lösungen entwickeln. Die alten gelben Busse haben seit Dienstag in der Regensburger Altstadt ausgedient. 5 neue Elektrobusse haben die Linie jetzt übernommen. Sie sind von den Verantwortlichen der Stadtwerke und der Regensburger Verkehrsbetriebe vorgestellt worden. Getestet wurden die Busse der italienischen Firma Rampini schon seit einigen Monaten. Jetzt nehmen sie auch ihren dauerhaften Betrieb auf. Die ursprünglichen Busse haben in der engen Altstadt auf Dauer zu viel Platz verbraucht. Richtig feiern trotz Paragraphen. Unter diesem Motto hat Staatskanzleiminister Marcel Huber einen weiteren Baustein seiner Ehrenamtsoffensive präsentiert. Der Leitfaden für Vereinsfeiern soll ehrenamtliche Vereine bei ihrer Planung und Durchführung von Brauchtumsfesten aller Art unterstützen. Stolz präsentiert Staatskanzleichef Dr. Marcel Huber den neuen Leitfaden für Vereinsfeiern. Ein Werk, das in Zusammenarbeit mit den rund 800 bayerischen Traditionsvereinen entstand. Wir müssen einen strengen Grat hier begehen zwischen Sicherheit für die Menschen und Entbürokratisierung. Keiner will hier in irgendeine Gefahr eingehen, wenn er auf ein öffentliches Fest geht, das von einem Ehrenamtler ausgerichtet ist. Auf der anderen Seite dürfen wir die Ehrenamtler nicht die Lust am Arbeiten nehmen, weil sie von bürokratischen Hürden sozusagen fast umzingelt sind. Hier diesen Grat zu gehen, dazu hilft der Leitfaden. Denn vieles von dem, was die Ehrenamtler annehmen, ist in Wirklichkeit gar nicht so schlimm. Und von manchen Dingen, die gar nicht gesehen werden, wird im Leitfaden berichtet, was denn hier tatsächlich notwendig ist, um die notwendige Sicherheit zu gewähren. Der Staatskanzleichef will unnötige Hürden beseitigen und Klarheit schaffen, mit gesundem Menschenverstand an die Vorschriften gehen, wie er sagt, und damit sowohl für die Behörden als auch für die etwa 4,7 Millionen Ehrenamtler in Bayern den bürokratischen Aufwand minimieren. Schließlich sind letztere die maßgeblichen Initiatoren der bayerischen Traditionsfeste und durch die vielen oftmals undurchsichtigen Vorschriften und Auflagen auch haftbar. Dieses Risiko wollen viele nicht mehr eingehen. Also wir müssen Dinge regeln, denn die Leute wollen Sicherheit. Sie wollen, wenn sie auf ein Fest gehen, sicher sein, dass sie dort nicht krank werden von den Speisen, dass sie keine Unfallgefahr an den Einrichtungsgegenständen haben. Und wenn ein besonderer Fall eintritt, zum Beispiel ein Brand, eine Panik, dass sie sicher dieses Fest verlassen können. All diese Dinge wollen wir nicht aufweichen, denn sie sind Voraussetzungen dafür, unbeschwert feiern zu können. Die Vorteile aus diesem Leitfaden ist für mich, dass ich einfach in der Vorbereitung von Festen und Feiern mich da drin orientieren kann, wo muss ich überhaupt nachfragen, dass ich in der Vorbereitung schon einen Teil in eine andere Richtung gehe, in will ich sagen, verkehrten Weg, aber in einen Weg, der halb drin dann gesagt wird, na, so geht's nicht, so können wir es nicht machen, wir müssen es anders. Die Vorteile liegen da, dass ich in der Vorbereitung das richtig mache und einfach die Hälfte der Arbeit ist oder viel weniger Arbeit, weil ich den richtigen Weg gehe. Mit rund 700 Millionen Arbeitsstunden erwirtschaften bayerische Ehrenamtler etwa 6 Milliarden Euro im Jahr. Allein daran lässt sich erkennen, wie wichtig das Ehrenamt in Bayern ist. Durch den Leitfaden erhoffen sich Dr. Marcel Huber und die Vereine erleichterte Bedingungen und Rechtssicherheit für bayerische Traditionen. Damit Bayern Bayern bleibt, so der Minister. In Bad Birnbach wird aktuell Geschichte für den Personennahverkehr geschrieben. Ein autonomer E-Bus soll eingesetzt werden, der künftig in dem Kurort Einheimische und Gäste transportieren soll. Ohne Fahrer natürlich. Wir waren dabei, als der E-Bus offiziell vorgestellt wurde. Den öffentlichen Verkehr wieder in den ländlichen Raum und damit auch wieder in die Fläche zu bringen. Das ist die Intention der Deutschen Bahn bei ihrem Pilotprojekt des autonom fahrenden Busses. Der elektronisch angetriebene Bus fährt geräuschlos, hält auf den Zentimeter genau und das ganz ohne Fahrer. Mit dem Projekt wollen die Verantwortlichen der Deutschen Bahn Erfahrungen im Umgang mit autonomen Fahrzeugen sammeln und daraus erarbeiten, wie sie im öffentlichen Verkehr eingesetzt werden können. Das ist jetzt auch der Stand der Technik, der es noch nicht erlaubt, ganz ohne Fahrer zu fahren. Also das Fahrzeug kann sich schon selbstständig bewegen, aber beispielsweise, wenn ein Hindernis kommt, bleibt es stehen und dann muss der Techniker quasi manuell ausweichen. Aber in der Zukunft wird das irgendwann ohne Fahrer möglich sein. Dann werden wir diese Fahrzeuge über eine Leitstelle überwachen können und dann geht es ohne Fahrer. Wegen seiner ländlich geprägten Struktur bot sich Bad Birnbach als Standort für das Pilotprojekt besonders gut an. Zur Marktgemeinde gehören nämlich zahlreiche kleine Orte, die mit dem öffentlichen Verkehrsangebot normalerweise nicht bedient werden können. Das könnte sich mit den selbstfahrenden Kleinbussen ändern. Für die Umsetzung des Pilotprojekts war eine lange Vorarbeit notwendig, so Landrat Michael Fahrmüller.
sind wir seit 2,5 Jahren an dem Projekt dran. Sehr viel im Hintergrund gearbeitet worden. Und wir haben uns beworben, weil es in unser Mobilitätskonzept passt, sowas auszuprobieren, sowas zu testen. Die Deutsche Bahn und Bad Birnbach sind somit Schrittmacher für einen umweltschonenden Nahverkehr. Aktuell noch in der Erprobung, aber sicherlich bald schon Wirklichkeit. TV Bayern Live zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard, Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. TV Bayern Live, ganz Bayern in einer Stunde. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Ja, in diesen Tagen werden die Schlagzeilen in der Politik von Frauen dominiert. Le Pen, Clinton, Ministerin von der Leyen oder unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie alle haben einen guten Punch, wie das Durchsetzungsvermögen heute norddeutsch genannt wird. Aber wie sieht es denn in der Wirtschaft aus? Frauen am Band kriegen immer noch nicht den gleichen Lohn für gleiche Arbeit, haben aber oft genug auch noch Haushalt und Familie zu versorgen. In der Rente beispielsweise macht sich das dann kaum bemerkbar. Deswegen haben wir auch heute ein eminent wichtiges Thema grundlegend aufgegriffen. Frauen, Geld und Business. Weibliches Wirtschaften soll sich ja sehr vom patriarchischen Führungsstil der Männer unterscheiden, soll weniger auf Risiko setzen und vor allem die Belegschaft im Blick behalten. Ein Beispiel aus Nürnberg zeigt, dass die Vereinbarkeit von Frau und Beruf möglich ist, aber leider keineswegs selbstverständlich. Vera Satiro hat seit 19 Jahren ein Modegeschäft und ist glückliche Mutter. Die eigene Existenz sichern und 2 Kinder haben. Eine Verbindung, die nicht immer einfach ist, besonders als Alleinerziehende. Als ich mein Geschäft angefangen habe, war mein Sohn 4, meine Tochter war 9. Ja, ich hatte die Liebe zu meinem Geschäft, zu meinem Beruf, zu meiner Philosophie. Ich hatte 2 kleine Kinder, ich war alleinerziehend. Ich wollte mich aber trotzdem ein bisschen verwirklichen, alles unter einem Hut bekommen. Nicht immer einfach. Also man muss trotzdem dann, wenn man Freizeit hat, und ich hoffe, ich habe das ganz gut gemeistert, meine Freizeit hat den Kindern gehört. Vera Satiro ist kein Einzelfall. Die moderne Frau von heute ist nicht mehr nur die klassische Haushaltsverwalterin. Die Gesellschaft verlangt mittlerweile viel mehr. Meistens muss sie die Aufgaben einer Hausfrau und einen Job in einen Tag kriegen. Der Mann sagt, das schaffst du, ja. Und ich muss Essen kochen, ich muss putzen, ich muss die perfekte Frau, Liebhaberin, Mutter, alles in einem sein. Und vielleicht am Monatsende noch ein bisschen Geld mitbringen. Ne? Das ist im Moment so der Idealfall einer Frau. Auch Angelika Gössel, Mitarbeiterin bei der Bundesagentur für Arbeit, sieht den Alltag einer Mutter als, ja, voll. Die Mutter ist die Familienmanagerin. Da gehört oftmals nicht nur dazu, dass sie sich um das Kind kümmert, sondern dass sie auch die gesamte Sorgearbeit rund um den Haushalt in ihrem Aufgabenportfolio hat und dann noch in die Arbeit zu gehen. Das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Der Staat und der Arbeitgeber müssen auf dieses neue Frauenbild reagieren, um Familien zu entlasten und besonders auch alleinerziehenden Müttern zu helfen. Die Angebote der Arbeitgeber sind sehr, sehr unterschiedlich. Die sind oftmals auch branchenabhängig, die sind oftmals auch den Wettbewerbskriterien unterworfen. Aber man könnte jetzt in den Möglichkeiten der Arbeitsplatzgestaltung, muss ich denn jetzt jeden Tag ins Büro gehen oder könnte ich beispielsweise Homeoffice oder Telearbeit machen? Was bietet der Arbeitgeber denn an Möglichkeiten, das Kind auch mal mit ins Büro zu nehmen? Stichwort vielleicht Betriebskindergarten oder, wie Sie hier ja auch sehen, ein Eltern-Kind-Zimmer. Lösungsansätze zwischen Kind und Karriere sind da. Trotzdem muss der Tag oft komplett durchgeplant sein. Da besteht oft die Gefahr, den Nachwuchs wie ein Projekt zu managen. Dabei darf gerade da die Liebe nicht zu kurz kommen. Das weiß auch Vera Satiro. Ich habe sie wirklich mit Schlittenfahren, mit Eislaufen, mit Inlinerfahren. Ich war so eine Mama, die alles mitgemacht hat und auch der beste Kumpel war. Vera Satiro, ein beeindruckendes Beispiel für das Leben von vielen Müttern. Eine genaue Zahl an berufstätigen Frauen mit Kindern ist bayernweit nicht bekannt, aber die Tendenz ist seit Jahren steigend. Ja,
Ja, tatkräftig und mit Herz managen Frauen also Beruf und Familie, aber dabei übersehen sie ganz oft die Hauptperson, nämlich sich selbst. Die private Altersvorsorge ist aber gerade für uns Frauen sehr wichtig und das wird besonders deutlich in der Rentenphase. Fast die Hälfte aller Frauen in Deutschland befürchtet, dass sie nicht genug Geld für einen angenehmen Lebensabend haben werden. Dennoch legen laut aktueller Studie nur 36% Geld fürs Alter zurück. Ein Großteil der Frauen bleibt also untätig. Das möchte Finanzberaterin Renate Fritz jeden Tag aufs Neue ändern. Zu uns kommen sehr viele Frauen, die in irgendeiner Form einen Einschnitt in ihrem Leben hatten. Sei das jetzt eine Scheidung von ihrem Partner, eine Trennung, ein Todesfall oder eine große Erbschaft. Ja? Und plötzlich ist das Thema virulent im wahrsten Sinne des Wortes und plötzlich muss man sich damit beschäftigen. Die Beraterin mit Blick auf die spezifische Lebenssituation von Frauen rät, sich entspannt mit dem Thema Finanzabsicherung zu beschäftigen. Angefangen beim Schutz der Vermögenswerte durch eine Haftpflichtversicherung. Ein von vielen Berufstätigen unterschätztes Thema ist der Schutz des Einkommens. Okay, ich sag mal, ich habe mich jetzt aufgerafft, lasse mich jetzt endlich mal beraten und will jetzt fürs Alter vorsorgen. Aber so wie ich es jetzt rausgehört habe, muss ich da nicht nur mich um meine Rente kümmern, sondern auch jetzt schon für den Fall, dass ich nicht mehr arbeiten kann, vorsorgen, oder? Jetzt sind Sie jung und idealerweise gesund. Das heißt, Sie hätten für eine Arbeitskraftsicherung, eine Einkommensabsicherung, sehr geringe Beiträge zu zahlen. Währenddessen, wenn Sie später erst anfangen, beispielsweise in 10 Jahren, ist es allein durch das höhere Alter, da muss Ihnen gar nichts fehlen, schon sehr, sehr viel teurer. Ja? Daher empfehlen wir das wirklich zu Beginn der Berufstätigkeit abzusichern. Und Sie haben, wenn Sie nicht mehr arbeiten können, eine monatliche Rente. Frau sollte sich also dringend eine Berufsunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversicherung zulegen. Sonst müssten im Falle der Arbeitsunfähigkeit das Vermögen und die bisher angesparte Altersvorsorge verbraucht werden, bevor staatliche Sozialhilfe ausbezahlt wird. Danach geht's an die Rentenvorsorge. Auch hier gilt: früh anfangen. Für 500 Euro zusätzliche Rente würden im Alter von 20 Jahren 50 Euro monatlich für die private Vorsorge reichen. Mit 30 Jahren wäre man schon bei 89 Euro monatlich. Wenn ich jetzt hier so die Zahlen sehe, mit 40 müsste ich dann 170 monatlich weglegen oder mit 50 Jahren 448. Ist es dann irgendwann zu spät für Altersvorsorge? Es ist nie zu spät für Altersvorsorge. Es ist nur immer die Frage, was steht zur Verfügung und wie macht man es? Ja? Irgendwann, wenn jetzt wenig Geld zur Verfügung steht, muss man sich überlegen, welches Modell man wählt. Ja? Ob man nicht vielleicht einfach ein Kapitalpolster aufbaut in Geldanlagen, die zu ihnen passen. Gerade Frauen mit Kinderwunsch sollten beim Blick in die Zukunft einige Überlegungen anstellen. Wenn wir Kinder bekommen, wer bleibt zu Hause, wie lange? Bleiben beide zu Hause oder bleibe nur ich zu Hause als Frau, als Mutter? Und was passiert dann mit meinen Verträgen? Idealerweise regelt man das in einem Ehevertrag. Ja? Das ist... Man muss einfach drüber reden, oder? Man muss drüber reden. Also das Thema muss tatsächlich auf den Tisch. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt einen Vertrag schon abgeschlossen hatte und ich habe irgendwie, sagen wir mal, ich habe mit 30 angefangen, 89 Euro monatlich, habe dann mit 32 Kind bekommen und bin dann vielleicht 2 Jahre, sagen wir mal, einfach so nicht im Job, dann müsste ich quasi mit meinem Partner absprechen, dass er diese Zahlung, die ja dann trotzdem monatlich fällig wird, dass er die vielleicht durchführt, ganz oder? Genau, weil es reißt ja ohnehin schon eine Lücke auch in der gesetzlichen Rente, wenn Sie aussteigen, so und so viele Jahre. Sie können sich das auch rechnen lassen. Gehen Sie zur gesetzlichen Rentenversicherung in die Beratung und lassen sich ausrechnen, was haben Sie für Einbußen, wenn Sie jetzt 1, 2, 3, 4 Jahre zu Hause bleiben, ja, dann hat man schon mal eine Zahl. In irgendeiner Form muss das kompensiert werden. Keinesfalls sollten aber Ihre privaten Verträge darunter leiden. Tatsächlich tritt bei Paaren mit Kindern in rund 70% der Fälle die Frau beruflich kürzer. Es sei jedoch gewarnt, ein Mann ist keine Altersvorsorge. Ja, ein Mann ist keine Altersvorsorge, sagt auch Helma Sick. Das ist sogar der Titel ihres Buches. Sie ist Finanzberaterin. Herzlich willkommen hier bei uns, Frau Sick. Wir haben es gerade in dem Beitrag auch schon gehört. Es ist ja scheinbar immer noch so, dass gerade junge Frauen sich mit dem Thema Altersvorsorge gar nicht oder zu wenig beschäftigen. Da wollen wir jetzt schonungslos aufklären. Absolut. Wir sagen ja auch gleich keine Ehe ohne Ehevertrag.
Warum ist es so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil keine Frau damit rechnen kann, dass ihre Ehe lebenslang hält. Das ist ohnehin in den Sternen geschrieben gewesen, irgendwann mal eine Ehe hält lebenslang. Manchmal blieben Leute früher halt zusammen, weil sie gar keine andere Wahl hatten. Heute ist das nicht mehr so. Jede zweite Ehe in Großstädten scheitert, sonst übers Land verteilt, jede dritte Ehe. Das heißt, keine Frau kann damit rechnen, dass sie von ihrem Mann bis ans Lebensende versorgt wird. Von dem einmal ganz abgesehen, will ich da immer sagen, was ist da so schön dran, von jemandem versorgt zu sein? Es ist doch, bin doch ein eigener Mensch. Ich finde, jede Frau sollte eigenes Geld verdienen, eine eigene Rente haben und über ihr eigenes Geld selbst befinden können. Wie sind denn Ihre Erfahrungswerte? Sie haben ja viel Kontakt mit vielen Frauen. Haben Sie denn das Gefühl, dass die Frauen das schon verstehen? Also in meiner Generation jetzt beispielsweise sind durchaus die Frauen sehr selbstständig, unabhängig. Und ja, aber die Illusion will ich Ihnen ein bisschen nehmen. Also das ist etwas zwiegespalten. Es gibt Frauen wie Sie in Ihrer Altersgruppe, die das ganz toll regeln und tough sind und auch das Geld im Blick haben. Aber es gibt seit einigen Jahren eine Entwicklung, die viele Soziologen und Politiker auch beschäftigt. Es gibt einen Backlash gerade unter sehr gut ausgebildeten jungen Frauen in Großstädten. Es ist mir überhaupt nicht erklärlich, wie das dazu kommt, aber die ziehen sich wieder total zurück auf die Rolle der Mutter, konzentrieren sich auf ihr Kind. Das Kind ist das Lebensprojekt. Ich weiß, was Sie meinen. Ja. Und es wird ja viel darüber geschrieben, auch diese Überbetreuung, diese Überfürsorge, die den Kindern gar nicht gut tut. Und ich habe mich ja auch in dem Buch viel damit beschäftigt und beschäftige mich auch sonst sehr viel damit. Ich mache sehr viel Vorträge bundesweit. Wie kommt jemand dazu? Ehrlich gesagt, das ist jetzt provokativ und ich werde böse Briefe kriegen, aber die kriege ich ohnehin immer. Wie kommt jemand dazu, der auf unser aller Kosten studiert, ein Studium abschließt, einen Titel hat und dann 20 Jahre zu Hause bleibt und nichts daraus macht? Nein, es ist im Grunde, ich verstehe, dass Sie lachen, aber es ist nicht zum Lachen. Nein, es ist tatsächlich nicht zum Lachen. Nein, denn der Gedanke, dass das Studium nichts kostet, heißt ja, wenn jemand Akademikerin ist hinterher, soll sie arbeiten und über Steuern und Sozialabgaben wieder etwas in die Kasse zurückgeben, von der sie das Studium bezahlt bekommen hat. Ich bin total bei Ihnen. Ich finde auch, dass Frauen arbeiten sollen und arbeiten müssen. Hat sich denn nicht das Frauenbild in den vergangenen Jahren auch in die Richtung schon verändert? Natürlich. Ihren schon, aber nicht ausreichend genug? Nicht ausreichend. Wenn Sie sehen, dass also 70% der arbeitenden Frauen, es arbeiten viel mehr Frauen als früher, ja, aber 70% arbeiten nur Teilzeit. Und wenn Sie dann wissen, dass diese Teilzeit oft viele, viele, viele Jahre andauert, also nicht gerade mal 2 Jahre vielleicht, dass man sagt, okay, bis das Kind in den Kindergarten gehen kann, sondern viel zu lange, dann wird es kritisch. Wir haben, soweit ich weiß, auch eine Grafik, die ich gerne abrufen möchte in der Regie. Vielleicht können Sie dazu was sagen. Das ist meine Lieblingsgrafik. Ja. Das ist Ihre Lieblingsgrafik. Warum? Weil sie belegt, dass Frauen, man möchte es kaum glauben. Ja. Also ich habe die Grafik vorhin gesehen und dachte mir, nein, bitte nicht. Doch. Also das ist die Realität, dass es Frauen gibt tatsächlich, die meinen, ich bin mit einem Mann zusammengezogen und kann irgendwie... Also das muss man ja schon deutlicher noch sagen, weil das unglaublich ist. Quelle ist unverdächtig, Statistisches Bundesamt. Ja. Die Grafik ist unter anderem auch in diesem Buch. Da zieht eine Frau mit ihrem Partner zusammen in eine Wohnung, es gibt noch kein Kind und sie reduziert ihre wöchentliche Arbeitszeit um circa 5 Stunden. Warum? Ja, das frage ich Sie. Frage ich hinaus in die Welt, warum macht das eine Frau? Ich habe eine ganz einfache Vermutung. Ja. Nämlich, dass der Partner sagt, ach Schatzelein, jetzt sind wir doch zusammen. Ich sorge schon für uns. Du könntest schön, jetzt du ein bisschen... Ja, so. Genau. Es sagt er natürlich nicht, sondern mach's dir doch leichter, Liebling, und reduziert deine Arbeitszeit und sie fällt drauf rein und macht es auch. Ich will nicht sagen, dass Frauen da dumm sind, aber das ist so dieses traditionelle, Bild und es ist naiv. Ja. Das wissen Sie, wenn sie es tun würde, vorher aber zur deutschen Rentenversicherung ginge und sagt, mein Partner hat gesagt, ich soll meine Arbeitszeit um 5 Stunden reduzieren, was kostet mich das?
an Rente, ja, an Einkommen sowieso, aber an Rente später und dann mit ihm verhandelt, ja, dann wäre es noch mal was anderes. Das wäre schlau. Ja. Wir wollten mal wissen, wie Frauen eigentlich grundsätzlich ihr Geld ausgeben. Mhm. Da gibt es ja sehr, sehr viele Vorurteile. Mhm. Und vor allem wollten wir wissen, wer geht besser mit Geld um, Mann oder Frau? Was meinst du, für was geben Frauen das meiste Geld aus? Für Schuhe und Klamotten. Danke. Okay. Das kommt drauf an. Also, es gibt unterschiedliche Frauen. Also, die einen geben das mehr für Kosmetik aus, die anderen geben das dann für Kleidung aus. Essen. Ich glaube für Schuhe und Kleidung. Das heißt immer Schuhe, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Wer gibt denn bei euch, da haben wir schon das Geld, wer gibt denn das meiste Geld aus, der Mann oder die Frau? Oder? Wir haben keine Männer. Also, vielleicht Kleidung? Wer von Ihnen kann besser mit Geld umgehen und warum? Eindeutig. Er gibt immer sein Bestes. Aber? Ich hab's. Ich glaube, Mädchen können besser mit Geld umgehen, weil Jungs kaufen eigentlich das, was sie sehen und was ihnen gefällt. Und ich glaube, Frauen sind dabei nicht so. Frauen. Warum? Nein, Männer. Und die Frauen, die kaufen immer Make-up und sowas. Ja, vielleicht Männer. Oder Männer. Nur Essen. Super, vielen Dank. Frauen. Und warum? Die haben das einfach im Griff. Männer spekulieren nicht, dass man vielleicht zum Ende des Monats auch noch was braucht. Ja, bei uns gibt die Frau komplett die Kohle aus und ich bringe das Beste halt mit nach Hause. Gell? Sie dir für nichts ausgeben? Nur für die Grundversorgung. Aber da gehört ein bisschen Alkohol eigentlich auch mit dazu. Ihr habt recht, ja. Wer gibt für euch denn das meiste Geld aus? Sie. Mhm. Und für was? Klamotten. Für was gibst du dein Geld aus? Klamotten, sie. Sowas. Ihre Klamotten. Nee. Zur Not mal Schmuck. Das war ein Geschenk. Ja, eben. Warum die Frauen mehr ausgeben? Ich glaube, dass die mehr Bedürfnisse haben. Wie an Kleidung, Schmuck. Ja, die Dinge halt mehr das Äußere wie der Mann teilweise. Okay. Ich glaube, dass sie mehr ausgeben wird. Also für ihn gebe ich schon auch Geld aus oder lade jemanden zum Essen ein. Weil ich finde, auch wenn wir jetzt zusammen sind oder so, dann heißt ja nicht immer so, ja, der Freund muss bezahlen oder ich lasse alles ihm bezahlen. Ich finde das ein bisschen, keine Ahnung, ich lade ihn auch mal gern ein oder bezahle mein Zeug selber. Kann ich sogar bestätigen. Also geben Frauen mehr sinnlos Geld aus oder generell mehr Geld aus? Beides. Also, wer kann jetzt besser Geld ausgeben, Frau oder Mann? Mit Geld umgehen. Also Frauen haben ja immer schon sich um Geld gekümmert und ganze Familien durch schlechte Zeiten gebracht. Das ist einfach Quatsch, dass Frauen nicht mit Geld umgehen können. Aber ich muss das auf etwas reduzieren. Man hat Frauen, und ich habe mich jetzt gerade aktuell sehr über Jahrhunderte hinweg sondern mit der Frage über Jahrhunderte hinweg beschäftigt. Man hat Frauen bewusst vom Geld ferngehalten. Man hat ihnen immer das kleine Geld zugewiesen, mit dem sie die Kinder und die Familie versorgt haben, aber Handel treiben, Geschäfte machen, wo das große Geld verdient war, das wollten schon die Männer alleine machen. Und das ging ja sogar bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts hinein. Wir haben seit 1949 steht ja im Grundgesetz die offizielle Gleichberechtigung von Mann und Frau. Mhm. Also eigentlich muss man sagen, erst seit 1949. Mhm. Aber Sie haben es gerade auch angesprochen, für Finanzen waren Frauen durchaus weitaus früher zuständig. Mhm. Wir haben da auch mal ein bisschen in die Geschichtsbücher geguckt. Die Finanzwelt ist und bleibt eine Männerdomäne. So scheint es zumindest. Oder haben Sie schon mal, egal welchem Kreditinstitut Sie Ihr sauer Verdientes anvertrauen, eine Frau gesehen, die es tatsächlich mit den Münzen und den Scheinchen zu tun hat? Immer haben die Männer die Macht. Und das, wo es doch angeblich die Frauen sind, die das meiste Geld für die schönen Dinge des Lebens ausgeben. Die zentrale Geldversorgung im Bereich der Sparkasse Hochfranken jedenfalls ist in absoluter Männerhand. Und hier treffen wir den 1930 geborenen Ex-Vorstandschef und Banker alter Schule, Helmut Meyer. Zusammen blicken wir in die Geschichte. Und da ist die Frau noch bis ins 20. Jahrhundert komplett vom Mann abhängig. Zwar gründet sich 1865 der Allgemeine Deutsche Frauenverein, die offizielle Gleichberechtigung von Mann und Frau steht erst seit 1949 im Grundgesetz. Zuständig fürs Finanzielle aber sind Frauen schon weitaus früher. Indem sie eine Familie gegründet haben und sich unter den Griech um das Geld kümmern mussten.
So sehe ich die den Ursprung. Aber offiziell durften sie es ja da eigentlich noch gar nicht. Ja, die mussten aber. Nach dem Krieg wollten die Frauen natürlich mitreden beim Geld. Und das mussten die Männer erst mal verarbeiten, besonders am Zahltag. Gab es dann die Lohndüden. Da gab es dann wirklich, dass vor den Betrieben, ob das hier in Hof vor den großen Textilbetrieben, in Selb, Schönwald, vor den Porzellanfabriken, da standen dann die Ehefrauen, haben ihre Männer abgefangen, damit die nicht. Die ersten Bankkonten gibt es in Deutschland seit den 1940ern. Damals natürlich auch ausschließlich für Männer. Und als dann in den Betrieben von der Lohntüte auf die Gehaltsüberweisung umgestellt wurde, führte das wieder zu einigermaßen großen Tumulten. Da war das Thema gewesen, ja, wie ist es? Da erfährt er dann meine Frau. Muss ich sagen, das muss nicht so sein. Sie eröffnen ein Konto und da können Sie jetzt wählen, zeichnungsberechtigt nur Sie. Ja, und dann, wie ist es mit den Kontoauszügen? Wenn die zugeschickt werden, dann weiß er die, was ich da drum habe und was gut geworden sind. Muss nicht sein, wenn Sie wünschen, wird der Abholfach angelegt. Da können Sie bestimmen, dass nur Sie die Auszüge ausgehändigt bekommen. Das waren die zwei wichtigsten Beruhigungspillen, dass es einigermaßen problemlos über die Bühne gegangen ist. Schauen wir weiter in die Geschichtsbücher, dann müssen nicht nur wir, sondern auch der junge Banker von heute Erschreckendes feststellen. Im Jahr 1958 ist eine gesetzliche Regelung in Kraft getreten, dass eine Frau, die verheiratet ist, selbstständig ein Konto eröffnen darf, ohne Unterschrift des Ehemanns. Wenn man sich das heute vorstellt, eigentlich unvorstellbar. Schauen wir uns jetzt die aktuellen Zahlen an, ist dann doch alles Gott sei Dank ein bisschen anders. 41% der Konten, die wir führen, sind für Frauen. 41% der Konten führen wir für Männer und 18% sind Gemeinschaftskonten. Tja, und diese Statistik dürfte durchaus repräsentativ für ganz Bayern sein. Und somit wohl auch diese Umfrage in der Hofer Innenstadt. Wer ist denn bei Ihnen zu Hause fürs Thema Finanzen zuständig? Ja, ich muss zugeben, das alte Klischee, eigentlich ich. Beide. Beide gleichberechtigt? Ja, immer ich. Wir machen alles gemeinsam. Aha. Und da kommt was Gescheites dabei raus? Ja, ganz bestimmt. Ja. Die Antwort, der Mann, haben wir hier übrigens nicht bekommen. Ja, irgendwie sind die Männer ohne uns ja total aufgeschmissen, ne? Auch finanziell. Ja, natürlich. Das muss man einfach mal ganz klar festhalten. Früher wären sie ohne uns schon aufgeschmissen gewesen und heute sind sie es eigentlich auch. Sie wollen es nur nicht zugeben. Richtig. Oder? Ja. Das kann man doch so, zusammenfassen. Was ist für Sie eigentlich die größte Entwicklung innerhalb der letzten Jahren? Also welchen größten Sprung hat die Frau gemacht? Und Sie sagen, davon bitte mehr. Also natürlich, es hat noch nie so viel gut ausgebildete Frauen gegeben wie heute. Ja? Also ich habe eine Studie gelesen von einer Soziologin, die in den 70er Jahren die erste große Studie gemacht hat über erwerbstätige Frauen. Da hat drei Viertel der Frauen überhaupt keine Ausbildung. Ja? Heute haben ganz viele Frauen eine gute Ausbildung, haben studiert. Also das war der allergrößte Sprung. Dann natürlich eben, dass sehr viele Frauen berufstätig sind, eigenes Geld verdienen, aber eben dieser Teilzeitbereich, der müsste eben noch etwas zurückgefahren werden. Vielen Frauen ist einfach nicht klar, dass lange Teilzeitarbeit auch Teilzeitrente bedeutet. Ich sehe das oft in so Fernsehbeiträgen. Kann man ja, wenn Sie das jetzt so sagen, kaum glauben. Also es ist ja klar, dass wenn ich mehr arbeite, kriege ich mehr Rente, wie wenn ich weniger arbeite. Schauen Sie mal so Wirtschaftssendungen auch im Fernsehen an. Da kommt dann immer eine arme Rentnerin, eine ältere Frau, die einem leid tun kann, selbstverständlich, die ganz wenig Rente hat. Wenn man aber dann genau hinhört, dann hat sie ganz lang überhaupt nicht gearbeitet und viele, viele, viele Jahre, oft 15, 20 Jahre Teilzeit. Wo soll es herkommen? Unser Rentensystem basiert darauf, dass jemand kontinuierlich in die Rentenversicherung einzahlt. Und natürlich auch von der Höhe hängt es ab. Wenn jemand auf Dauer Teilzeit arbeitet, wenig verdient, ist es natürlich auch mit der Rente nicht so. Ja, wir wollen ja auch noch einen Schritt weiter gehen. Die Frage ist, ob die Rente alleine reicht oder ob man sich nicht zusatzversichern das sollte. Das ist sowieso noch das ist fürs die Alter. Frage. Ganz aber klar. Es gibt noch einiges zu besprechen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Bleiben Sie bei uns, denn es gibt weiter spannende Themen zu besprechen mit Frau Sick. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee.
Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gerechte Entlohnung unserer Milchbauern und gesündere Produkte. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Egal ob für mich, im Berufsleben oder für die Familie, wir schwören auf LaVita. LaVita ist so viel mehr als nur Vitamine. Über 70 natürliche Zutaten, ausgereiftes Obst und Gemüse, wertvolle Kräuter und Öle. LaVita. Bestellen Sie direkt unter lavita.de. Wer wird die Bayerische Bierkönigin 2017-2018? Stimmen Sie jetzt für eine der 7 Finalistinnen unter bayerische-bierkönigin.de und verbringen Sie einen unvergesslichen Galaabend. Karten gibt's unter münchenticket.de. Meine Eindrücke als bayerische Bierkönigin waren einfach toll und unbeschreiblich. Danke, CW. Mein CW-Wandbild. Große Momente. Die Bierkönigin repräsentiert unsere bayerische Heimat. Und wo Heimat ist, ist CW zu Hause. Egal wo. Ja. Wen Sie nicht da fragen, wie sollten Frauen mit ihrem Leben umgehen? Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Wer kann besser mit Geld umgehen, Männer oder Frauen? Für was geben Frauen eigentlich ihr Geld aus? Das haben wir alles schon geklärt. Was wir auch festgestellt haben, ist, dass Frauen bei uns in Bayern, Frau Sick, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, immer noch zu wenig tatsächlich für ihre Rentenvorsorge tun, da einfach ein bisschen achtsamer auch sein sollten und sich mit dem ungeliebten Thema Altersvorsorge beschäftigen. Weil ich möchte noch mal Ihr Buch nehmen und das in die Kamera halten. Ein Mann ist keine Altersvorsorge. Der kann nämlich schwuppdiwupp weg sein und sich eine 20 Jahre jüngere nehmen. Ne? Wenn kommt die Kinder häufiger vor, als man denkt. Und dann ist kein Ehevertrag da und schwuppdiwupp. Wir wollen aber da nicht ins Detail gehen, sondern lieber uns mit der Frage beschäftigen, warum finanzielle Unabhängigkeit für Frauen so wichtig ist, zum einen, aber auch, ob Sie sowas als Finanzplanerin auch nicht ein Stück weit als Lebensplanerin unseren jungen Zuschauerinnen und Zuschauern, Zuschauerinnen, Entschuldigung, an die Herren an dieser Stelle, einen Tipp geben können, wie man sein Leben als Frau planen kann. Also jetzt nicht planen im Sinne von, ich möchte dann die Uhr tickt und ich möchte Kinder, dann klappt das. Nein, schon klar. Ich finde diese Frage ganz wunderbar, denn es hat einmal die Präsidentin des Berliner Wissenschaftszentrums, Jutta Almendinger, hat einmal etwas ganz Tolles gesagt, das mir sehr im Kopf geblieben ist. Sie sagte, sie würde so gerne haben, dass mehr junge Frauen, wenn sie Lebensentscheidungen treffen, Partnerschaft, Kinder, mal anfangen, ihr Leben von hinten her zu denken. Ja? Also daran denken, was ist, jetzt bin ich 30, ich möchte eine Partnerschaft eingehen, heiraten, Kinder haben. Was wäre, was ist mit meiner jetzigen Planung im Kopf, wenn ich 55 bin, die Kinder aus dem Haus und der Mann mit einer anderen Frau unterwegs und ich geschieden. Wenn das so wäre, wenn mehr Frauen an später denken würden, was könnte sein, dann würde manches Leben anders aussehen. Es gibt einen englischen Spruch, der sollte bei jeder Frau am Spiegel hängen, heißt Hope for the best, prepare for the worst. Also auf das Beste hoffen, aber auf das Schlimmste vorbereitet sein. Dann würde das Leben von Frauen anders aussehen. Das heißt, wenn sie sich mit einem Partner zusammentut, sollten beide besprechen, wer wollen wir ein Kind, wann, wer bleibt zu Hause und wie lange. Häufig ist es ja immer noch der Mann oder überwiegend ist es bei uns der Mann. Das muss aber doch gar nicht sein. Ein Kind hat zwei Eltern. Ja? Wenn fair wäre es, wenn die beiden sich die Elternzeit teilen würden, dann müsste keiner zu lange aus dem Beruf aussteigen und hätte nicht so große berufliche Nachteile. Ja? Also ich finde, dass Familienministerin Schwesig sehr vieles tut in dieser Richtung mit Elterngeld, Elterngeld Plus, dann mit dieser Familienarbeitszeit, die genau da ansetzt, wenn beide ihre Arbeitszeit nach dem Elterngeld reduzieren, kriegen sie eine staatliche Unterstützung. Also das Leben könnte ganz anders aussehen. Da müsste aber der Mann mitziehen. Da muss der Mann mitziehen. Das machen die wenigsten. Ja, aber da muss man reden. Und das ist das, was meistens nicht gemacht wird. Ja? Und da hat ein sehr bekannter Paartherapeut, der hat mir gesagt, der auch
ähnlicher Ansicht ist. Der hat gesagt, die Leute kehren immer alles unter den Teppich. Nur so sind sie sich nicht darüber im Klaren, was unter dem Teppich liegt, wuchert weiter und irgendwann liegt es auf dem Tisch. Und dann ist es vielleicht zu spät, um darüber zu reden. Diese Dinge gehören auf den Tisch. Und ich, weil Sie das auch mit dem Ehevertrag angesprochen haben, es muss ich erklären, damit es kein Irrtum gibt. Eheverträge gab es immer schon, aber überwiegend in reichen Familien. Wenn eins der Kinder geheiratet hat, musste ein Ehevertrag her, damit das Geld in der Familie blieb. Das ist nicht gemeint. Wir sagen auf Rat, also mit wir meine ich Renate Schmidt, die frühere Familienministerin, mit der ich das Buch geschrieben habe, wir meinen auf Rat von Familienrechtlerinnen, mit dem Ehevertrag müssen genau diese Alltagsdinge besprochen werden. Wie gesagt, wer bleibt wie lange zu Hause? Wenn sie zu Hause bleibt, wie kriegt sie den Rentenausfall ersetzt? Was macht da er? Ja? Also diese Dinge, wenn sie mal schriftlich fixiert sind, kann man sie eben nicht mehr unter den Teppich kehren. Und das ist mein Wunsch, darüber zu sprechen. Tabu ist immer ein Tabuthema, ist immer noch Geld in vielen Partnerschaften. Ich weiß nicht warum. Man redet über alles Mögliche, bloß darüber nicht. Und das müsste am Anfang passieren. Warum ist denn ist immer noch so, dass teilweise Frauen in dieses alte Muster verfallen und sich finanziell so abhängig machen von ihrem Mann? Das ist die Frage aller Fragen. Ich verstehe es einfach nicht, weil ich nicht sehen kann. Wir Frauen sind doch mittlerweile, ja, Sie haben es ja auch gerade gesagt, natürlich, bestens ausgebildet, ja, so gut ausgebildete, ja, Frauen wie heute, ja, gab es noch nie. Und ich frage, was ist schön an Abhängigkeit? Also ich finde, als Kind ist man abhängig, das geht gar nicht anders. Häufig ist man auch als alter Mensch abhängig von irgendwem, der einen pflegt. Vom Arbeitgeber ist man abhängig, aber ich muss doch nicht von meinem Partner abhängig sein. Das ist keine Beziehung auf Augenhöhe, meiner Ansicht nach. Und dann kommt noch eins dazu, was oft bei dieser Debatte nicht gesehen wird. Ich bekomme oft Zuschriften auch von jungen Männern, die sagen, sie haben sowas von Recht. Ich hätte auch gerne, dass das Haushaltseinkommen auf 4 Schultern verteilt ist und nicht nur auf meinen 2 liegt. Ja? Für mich ist das nämlich eine große Verantwortung und eine große Last. Und wenn Sie wissen, dass vor ein paar Wochen eine neue Studie der OECD, Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit, auf den Tisch kam, ich wäre beinahe vom Stuhl gefallen, da geht daraus hervor, dass in keinem der 15 Länder, die untersucht haben, die Frauen so wenig zum Haushaltseinkommen beitragen wie in Deutschland. Was? In einem der reichsten Länder der Welt. Da kann man doch nichts mehr dazu sagen. Durch die Teilzeitarbeit, ja. Weil, und das geht auch aus dieser Studie hervor, jede zweite Mutter noch Teilzeit arbeitet, wenn das Kind schon im Teenageralter ist. Jetzt frage ich Sie, ob das nötig ist. Ja, das frage ich Sie. Ich weiß es nicht, warum man das macht. Ja, und wer, ich bin völlig erschüttert. Genau. Ja. Und wer gibt am meisten, steuert am meisten? Welche Frauen aus welchen Ländern steuern am meisten? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich habe die Studie aber zu Hause. Auf jeden Fall Deutschland, Deutschland ist an unterster Stelle. Eins der reichsten Länder. Ich kann Ihnen sagen, warum. Weil wir in Deutschland familienpolitisch 40 Jahre zurück sind. Wir haben eine unselige Vergangenheit mit der Nazizeit, in der ja nur Muttersein etwas galt. Eine Frau galt nur etwas, wenn sie viele Kinder bekam, für den Staat, für den Führer. Aber nicht nur das, sondern etwas, was viele gar nicht wissen. Ich weiß es aber, weil ich mich mit vielen Leuten darüber unterhalten habe, die das wissen. Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Teilung Deutschlands hat man im Westen unter der damaligen Regierung alles versucht, um ein Gegenmodell zur DDR-Politik, Familienpolitik zu starten. Ja, mit der schnellen Kinderbetreuung, flächendeckende Kinderbetreuung. Und man wollte sich ganz bewusst davon absetzen und hat alles getan, eben auch durch viel staatliche Förderung, um dieses traditionelle Modell zu stärken. Vati geht arbeiten, Mutti bleibt zu Hause und behütet die Familie und so weiter. Da gibt es unsägliche Aussagen des damaligen Familienministers, das kann man sich heute alles überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber Sie sehen, dass sowas ganz lange in den Köpfen hängen bleibt. Vielleicht auch, weil Mütter das wieder weitergeben oder Väter. Ja, dann kommt dazu, dass viele Männer, ältere Männer zum Beispiel, das auch noch gerne haben und hätten. Kommt auch dazu. Frauen sich zu wenig wehren. Frauen, die Folgen nicht kennen. Vor allen Dingen
wenn ich das noch sagen darf, weil das so wichtig ist. Es hat sich nämlich etwas fundamental vor 9 Jahren verändert, nämlich das Unterhaltsrecht. Ja. Es gibt keinen lebenslangen Unterhalt mehr. Lassen Sie uns über das Unterhaltsrecht gleich sprechen, weil ich möchte einmal gerne noch mal schauen, wie es eigentlich in anderen Kulturen aussieht, also zum Beispiel in Afrika, wo auf dem Land ja traditionell die Frau Haus und Hof managt, aber in der Regel kein eigenes Geld hat. Dabei ist gerade sie häufig sehr geschickt im Umgang mit Finanzen. Wir haben dazu ein Beispiel aus Tansania. Die Region Mbinga liegt im Süden Tansanias und ist seit 28 Jahren eng mit der Diözese Würzburg verbunden. Viele Partnerschaften sind entstanden, zum Beispiel das Kleinkreditprogramm für Frauen. Klaus Fee ist als Diözesanreferent für den Bereich Entwicklungszusammenarbeit zuständig und erklärt, wie dieses Programm funktioniert. In einem solchen Mikrokreditprogramm bekommt eine Frauengruppe quasi mit 5 Frauen einen Kredit von 50 bis 100 Euro. Diese 5 Frauen sind quasi verantwortlich für diese 100 Euro und vergeben an 1 oder 2 Frauen dieses Geld. Nun gilt es, was aus dem Geld zu machen. Die Frauen starten ihr eigenes Projekt, meistens im landwirtschaftlichen Bereich. Zum Beispiel kann eine kleine Hühnerschar angeschafft werden, die durch den Verkauf von Eiern und Fleisch Geld erwirtschaftet. Nach einem Jahr muss das Startkapital mit einem kleinen Zins an die Gruppe zurückgegeben werden. Dann bekommt es eine der nächsten Frauen in dieser Fünfergruppe, sodass immer auf der einen Seite eine kleine Aufsicht ist, dass das Geld auch wieder zurückkommt und andererseits dann das Geld eben mit dem kleinen Zins wieder für den Neubedarf in einer anderen Richtung verwendet werden kann. Anfang der 90er Jahre wurde dieses Projekt mit 9.000 D-Mark gestartet. Seitdem musste nichts mehr dazugeschossen werden. So gut wirtschaften die Frauen mit dem Geld. In der ländlichen Region um Mbinga herrschen kleinbäuerliche Strukturen. Die Frauen tragen die Hauptlast im Alltag. Sie koordinieren Haus, Familie, Feldarbeit und Tierhaltung. Das selbst erwirtschaftete Geld bedeutet für die Frauen mehr als eine Aufbesserung des Familieneinkommens. Die Tradition ist halt im tansanischen Bereich etwas anders oder noch stärker in dem patriarchalischen Sinn gedacht. Insofern ist diese emanzipatorische Hilfe mit dem Kleinkreditprogramm oder anderen Unterstützungen zur Selbsthilfe ein echter Weg, der da hilft, ne, ein Stück weit diese Selbstständigkeit der Frauen zu fördern. Die Frauen sind stolz auf ihre Produkte und ihre Leistungen. Und sie expandieren. In einem Pilotprojekt bekam eine Gruppe von Frauen ein 2 Hektar großes Kaffeefeld vom Bischof von Mbinga geschenkt. Die Ernte kauft der Verein Würzburger Partnerkaffee, der die Bohnen importiert, röstet und in den Verkauf bringt. Übrigens nur in allerbester Qualität und mit 38 Cent Solidaritätsbeitrag pro Pfund, der wieder direkt in Projekte in Afrika fließt. Frau Sick hat es gerade schon vorhin angesprochen, vor diesem Beitrag, bevor wir den Ausflug nach Afrika gemacht haben. Es geht ums Unterhaltsrecht. Und auch da müssen wir oder in dem Fall müssen Sie schonungslos aufklären und mal sagen, was Sache ist. Ich bekomme ganz oft E-Mails. Ich schreibe ja für die Zeitschrift Brigitte, wissen Sie vielleicht auch. Und da erwähne ich das oft und dann kriege ich E-Mails. Ja, was ist das denn mit diesem Unterhaltsrecht? Was hat sich denn da geändert? Frau von Brauchitsch, das ist jetzt 9 Jahre her, dass das reformiert wurde und das betrifft Frauen massiv. Das heißt nämlich, was ich ja auch in Ordnung finde, dass es keinen lebenslangen Unterhalt mehr gibt, wie es früher der Fall war. Also einmal Zahnarztgattin, immer Zahnarztgattin gibt es nicht mehr. Wir müssen unterscheiden für Unterhalt. Es machen ja auch schon viele falsch. Es gibt Kindesunterhalt. Den gibt es sowieso. Richtig, das ist klar. Unterhalt für die Frau, sie nicht kein Einkommen hat. Das gibt den Unterhalt nur, wenn es Kinder unter 3 Jahren gibt, ja, und sie die Kinder betreuen muss, dann muss sie wieder arbeiten. Und das wissen ganz viele nicht. Und das geht doch einfach gar nicht, dass man sich da nicht informiert, dass man das nicht weiß. Dann muss deswegen doch auch schon die Lebensplanung ganz anders ausschauen. Denn der Gesetzgeber geht mit dem neuen Unterhaltsrecht, in meinen Augen ist das in Ordnung, davon aus, dass beide für ihren eigenen Unterhalt verantwortlich sind. Und dafür müssen sie schon während der Ehe Sorge tragen. Das heißt, es geht gar nicht, dass jemand 10 Jahre zu Hause bleibt und nichts verdient. Weil was soll sie hinterher machen, wenn es zur Scheidung kommt? Die Kinder sind dann nicht mehr 3 Jahre alt, sie hat kein Geld, sie findet vielleicht den geeigneten Job nicht. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem.
Frau Sick, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Es geht leider nicht. Ein Mann ist keine Altersvorsorge, der Titel Ihres Buches. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio. Vielen Dank für Ihre Aufklärung. Wir wollen einfach nur Frauen auf den Weg bringen, dass sie daran denken, dass die finanzielle Emanzipation ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in dem Leben unseres Daseins eigentlich ist als Frau. Ganz genau. Nicht mehr und nicht weniger. Kurze Pause für die Herren. Kommt dann nach Sport. Von hier kommt unsere Milch. Sternenfair, gentechnikfrei und bienenfreundlich. Kein Futter aus Übersee. Unsere Ziele sind eine nachhaltige, tiergerechte Erzeugung, gerechte Entlohnung unserer Milchbauern und gesündere Produkte. Fair im Erzeugerpreis. Sternenfair, die 5-Sterne-Milch für Bayern. La Vita. Ausgereiftes Obst und Gemüse. Wertvolle Kräuter und Öle. Über 70 natürliche Zutaten. Alle Vitamine und noch viel mehr. Vereint in einer von der Wissenschaft inspirierten Rezeptur. Wir schwören auf La Vita. La Vita. Bestellen Sie direkt unter lavita.de. Wer wird die Bayerische Bierkönigin 2017-2018? Stimmen Sie jetzt für eine der 7 Finalistinnen unter bayerische-bierkönigin.de und verbringen Sie einen unvergesslichen Galaabend. Karten gibt's unter münchentickets.de. Meine Eindrücke als bayerische Bierkönigin waren einfach toll und unbeschreiblich. Danke, CW. Mein CW-Wandbild. Große Momente. Die Bierkönigin repräsentiert unsere bayerische Heimat. Und wo Heimat ist, ist CW zu Hause. Egal wo. Sind wir wieder willkommen zurück. Jetzt kommt was für die Männer. Das war doch mal ein Start in die Eishockey-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft hat die USA mit 2:1 geschlagen. Also perfekter, finde ich, kann ein Start in so eine Heim-WM nicht sein. Wir haben im Vorfeld dieser Weltmeisterschaft mal im Herzen des deutschen Eishockey nachgeforscht und wollten wissen, wie es eigentlich um die Nachwuchsarbeit im Allgemeinen und speziell in Ostbayern bestellt ist. Im Bundesleistungszentrum in Füssen laufen die Fäden des deutschen Eishockeys zusammen. Der Sonnenaufgang im Allgäu, ein idyllisches, übertragen aufs Eishockey in den letzten Jahren aber zumeist trügerisches Bild. Die A-Nationalmannschaft ist weit entfernt von der Weltspitze und auch im Nachwuchs wartet man seit langem auf nennenswerte Erfolge. Aufgrund der stagnierenden Entwicklung hat der Deutsche Eishockeybund sein Ausbildungskonzept von Grund auf umgekrempelt. Ja, das ist richtig, dass wir im Bereich der Traineraus-, Weiter-, Fortbildung, Wissensmanagement einen Neustart definiert haben. Wir wollen da neue Wege gehen in der Wissensvermittlung, neue Inhalte, konzentrierte Inhalte auf die jeweiligen Bereiche, eine insgesamt neue Ausbildungsphilosophie verfolgen. Und das ist jetzt heuer oder dieses Jahr der Start für diese neuartige Ausbildung. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Ausbildung von Nachwuchstrainern. Dazu braucht es aber natürlich erst einmal den Nachwuchs. Und dieses Thema will der DEB künftig noch aktiver angehen, um die ganz Kleinen für diesen Sport zu begeistern. Bei uns ist jedes Kind willkommen. Und das Wichtigste ist, dass wir möglichst viel bekommen. Als erstes in der Laufschule Schlittschuhfahren lernen. Wir haben jetzt einen Schub in die Nachwuchsvereine, sind Arbeiten engagiert, sind mit Emotionen dabei. Und wir sind auch von den Strukturen her sehr gut aufgestellt. Und natürlich kann man sich jedes Jahr verbessern und das tun wir auch. Das Fundament einer erfolgreichen Sportart kann nur über den Breitensport, über den Leistungssport, über den Nachwuchssport funktionieren. Nachwuchssport ist für uns das zentrale Fundament im Powerplay 26, unserem Gesamtkonzept zur Entwicklung des deutschen Eishockeys. Dazu zählt auch das sogenannte 5-Sterne-Programm, eine Anleitung für Vereine zur Entwicklung des Eishockeys von der Basis bis in den Leistungssport. Hier werden alle 52 Clubs der 4 höchsten deutschen Spielklassen nach verschiedenen Kriterien zertifiziert.
11 davon erhielten bei der zweiten Auflage in diesem Jahr die Bestbewertung, darunter mit den Augsburger Panthern aus der DEL sowie den Oberligisten EC Bad Tölz, EV Landshut und EV Regensburg auch 4 bayerische Teams. Die beiden letztgenannten nehmen in Ostbayern damit eine Leuchtturmfunktion ein. Wenn wir mehr so Regionen hätten wie eben diese Region Ostbayern, dann wären wir vielleicht in Deutschland ein Stück weit weiter jetzt, weil die arbeiten alle sehr gut. Da gibt es jetzt natürlich vor allem Landshut 5-Sterne-Club, Regensburg 5-Sterne-Club, aber auch Deckendorf, wo immer wieder Nationalspieler produziert. Sie sind ganz, ganz wichtige Standorte. Straubing ist bemüht, die arbeiten hart und auch da wird, wenn man konsequent weitergeht, in den nächsten Jahren sich was entwickeln. Während in Straubing in dieser Saison mit Stefan Leubl erstmals ein waschechter Gäubodenstädter den Sprung in die erste Mannschaft der Tigers geschafft hat, ist der Landshuter Jakob Meinschein schon einen Schritt weiter. Der 20-jährige Stürmer wurde mit dem EHC Red Bull München in der abgelaufenen Saison, wenn auch nicht im Finale aktiv, deutscher Meister und gab zudem vor kurzem auch sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, das er gleich mit einem Tor krönte. Natürlich ist ein neues Abenteuer mit den älteren Spielern und natürlich freue ich mich drauf. Ja, der Jakob ist, glaube ich, ein Paradebeispiel für einen jungen deutschen Spieler. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler, der hart dafür gearbeitet hat, der wo schon Höhen und Tiefen mitgemacht hat, jetzt in seiner jungen Zeit. Und ich glaube, der Bundestrainer Markus Sturm hat ihn jetzt auch mal belohnt. Und er zeigt auch nach außen, dass die jungen deutschen Spieler mit Sicherheit das Zeug dazu zu haben, auch in der höchsten Liga in Deutschland zu spielen. Bei der aktuell stattfindenden Heim-WM ist Jakob Meinschein zwar nicht mit dabei, dennoch könnte dieses Turnier dem deutschen Eishockey einen enormen Schub geben. Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, Heim-WM ist immer was Tolles. Ich habe selbst eine gespielt 2001. Ich glaube, das haben meine schönsten Erinnerungen an den Sport. Und man hat es auch gesehen in anderen Sportarten wie im Handball, dass man da sehr viel bewegen kann mit einem positiven Ergebnis. Und das versuchen wir natürlich. Und ich glaube, dass das eine gute Sportart ist im eigenen Land, wo da vertreten ist. Und da sollten sehr, sehr viele hingehen. Natürlich, wo ich Kind war, habe ich natürlich auch die Weltmeisterschaften angeschaut und habe gesehen, was dort gespielt wird. Man hat natürlich auch Vorbilder. Und das ist natürlich immer so, wenn man im Fernsehen das als Kind sieht, dann hat man doch mal, bekommt man Lust, auch aufs Eis zu gehen. Und es hilft uns natürlich in alle erdenkliche Weise. Also so schnell wie möglich ab aufs Eis, dann könnte sich der Traum von der großen Eishockey-Karriere vielleicht irgendwann einmal erfüllen. Und wie das funktioniert, das verrät am besten der Bundestrainer höchstpersönlich. Mein Traum war die NHL. Ich habe es einer der Wege eben geschafft und deswegen nie den Traum aufgeben, immer hart arbeiten und nicht vergessen, Spaß haben. Die ersten schweren Gewitter im Mai haben gleich Schäden in Millionenhöhe angerichtet. Getroffen wurde vor allem das Rhein-Main-Gebiet, aber auch Nordbayern. Im Landkreis Aschaffenburg standen hunderte Keller unter Wasser. Durch überflutete Straßen und Hänge wurden teilweise Ortschaften vom Umland abgeschnitten. Der Bahnverkehr war zwischenzeitlich unterbrochen. Also es ging zu. Wie es wettertechnisch in den nächsten Tagen aussieht, erfahren Sie jetzt. Ich verabschiede mich, sag Servus. Ein schönes Wochenende für Sie. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wird präsentiert von Sternenfair. Nach dem kurzen Sonnenintermezzo am Samstag geht es wieder mit einem kleinen Tief weiter. Das breitet sich in der Nacht zu uns aus. Von Württemberg her, von der Schweiz und von Vorarlberg setzt Regen ein. Vor allen Dingen rund um Schwaben-Allgäu, das westliche Oberbayern und dann auch im südlichen Mittelfranken regnet es in der zweiten Nachthälfte häufiger. Nach Nordosten zu ist es noch locker bewölkt. Die Temperaturen sind deutlich höher als noch in der Nacht auf Samstag. Da gab es ja örtlich Frost. Und Frost könnte noch mal das Thema in der nächsten Woche werden. Stichwort vorgezogene Eisheilige. Jetzt erst einmal der Sonntag, der sich in Franken eher trüb präsentiert. Vor allen Dingen in Unter- und Mittelfranken regnet es zeitweise. In Oberfranken rund um den Frankenwald hält es zunächst noch. Hier gibt es ein paar sonnige Phasen. Die Temperaturen erreichen vor dem Regen um und über 15 Grad. Mit dem Regen kühlt sich das Ganze langsam ab und der Wind dreht auf nördliche bis nordwestliche Richtungen und er frischt auf und lässt uns die Temperaturen dann mit dem Regen auch kälter vorkommen.
In der Oberpfalz und den Niederbayern hält es ebenfalls noch. Vor allen Dingen östlich der Naab und im Bayerischen Wald scheint anfangs die Sonne. An der unteren Donau sind sogar bis zu 19 Grad drin. Sonst ist es ein paar Grad kühler. Und im Laufe des Tages breitet sich dann immer häufiger Regen zu uns aus. Der Wind frischt ebenfalls auf, dreht auf westliche bis nordwestliche Richtungen. Und in freien Lagen wird er ziemlich unangenehm. Apropos unangenehm. In Schwaben-Allgäu und Oberbayern bleibt es mehr oder weniger den ganzen Tag trüb und regnerisch. Richtung Donau gibt es ein paar Wolkenlücken mit sonnigen Phasen und anfangs auch Richtung Berchtesgadener Land. Sonst ist es einfach nur trüb und es regnet teils anhaltend und ergiebig. Im Dauerregen sind es gerade mal 8 bis 10 Grad. Mit ein paar Regenpausen und etwas Sonne auch mal 13 bis 16 Grad. Ebenfalls unangenehm ist hier der Wind. Er kommt aus westlichen Richtungen. Nur in den Alpentälern ist der Regen schwächer. Auch der Montag bleibt trüb, regnerisch und kühl. Örtlich entladen sich Gewitter. Am Dienstag wird es langsam freundlicher. Der Mittwoch wird dann richtig schön. Aber Obacht, in der Nacht auf Mittwoch droht verbreitet Frost. Regional, fair und nachhaltig. Die 5-Sterne-Milch für Bayern. Unser Wetter wurde präsentiert von Sternenfair.